Schönen guten Abend. Ich bin noch einer von den Dinosauriern. Das, was ich hier heute Abend alles gehört habe, hat mich, mit vielen Fragezeichen versehen, weil ich die Worte das erste Mal gehört habe. Hashtag hier, was weiß ich da? Und hier ist die Musik. Ich habe vor 11 Jahren in Frankfurt und mittlerweile leider auch das einzig noch existierende Fachgeschäft für Musik eröffnet und gehe zurück auf ein uraltes Geschäft, nämlich auf das Phonohaus in Frankfurt, das übrigens an der Stelle in Frankfurt vor 106 Jahren eröffnet worden ist, also mit wirklich deutsche Musikgeschichte ist. Und das sollte man sich einfach mal so auf der Zunge zergehen lassen, wie lange eigentlich Musik schon mit Frankfurt zu tun hat. Und während wir überall über Digital und Download und Spotify und Stream und so reden, ich lebe davon, Musik zu verkaufen und verkaufe diese gerne. Und ich finde auch immer noch Konsumenten, die diese Musik mögen. Sicherlich bin ich spezialisiert auf Klassik und Jazz. Das hat aber sicherlich auch besondere Gründe, einfach weil da viel Anspruch ist und sehr viele Leute sich genau darüber informieren wollen, etwas wissen wollen. Und die Populärmusik ist wesentlich stärker im Netz vertreten und wenn wir auf die Geschichte des Internets anschauen, dann haben wir sicherlich auch festgestellt, dass die Populärmusik dort in gewisser Weise sehr, ich nenne das mal, zertreten worden ist. Die Musik, die Popmusik, die mit dem Aufkommen des Internets stattgefunden hat, wurde sehr weit verbreitet, hat sehr stark einen reinen Konsumenteneffekt à la Ex und Hop erfahren. Und dadurch leider auch, finde ich, an Qualität verloren. Wir haben teilweise heute Namen, die morgen schon keiner mehr kennt, geschweige denn die Musik noch mal hört, weil sie wirklich eine Woche in den Charts auftauchen und danach wieder verschwunden sind. Während früher ist man vielleicht im Radio damit konfrontiert worden mit einem Song, den man so klasse fand, dass man irgendwie bei seinem Händler des Vertrauens nachgefragt hat, ey, das Stück, wann kommt es denn raus? Und dann wurde man irgendwie daraufhin sehr nervös, wenn es denn dann schon da war und man konnte sich dann mal diese ganze Scheibe anhören. Und man war nicht im Vorfeld schon mit zig Quellen konfrontiert, was alles an Musik und auch Veränderungen da ist, wie dann eben irgendwelche Loops oder sonstige Dinge dann dazu führen, dass jemand dann eben auch anfängt, so etwas so dermaßen zu verändern, dass der Ursprung dessen, was der Künstler vielleicht damit mal aussagen wollte, gar nicht mehr in irgendeiner Form gerecht wird. Von daher, ich bin Dinosaurier und ich bleibe einer und ich glaube auch, dass ich sicherlich der Letzte sein werde, der dieses Geschäft weiterhin so tätigen wird. Und da möchte ich eigentlich auch ein bisschen noch darauf aus, euch ein bisschen darüber zu erzählen, was eigentlich heute dieses Downloading ausmacht, dieses Streaming ausmacht, aber eben auch eine CD ausmacht. Wenn wir heute einen Musikmarkt haben, dann reden wir darüber, dass wir in Deutschland immer noch 75% der gekauften Musik über CD oder Schallplatte bekommen. Wir bekommen sie nicht über Internet, Downloading oder neuerdings Streaming. Streaming hat im letzten Jahr sicherlich über 60% Zuwächse erhalten, aber dieser Markt, der sich dort im Internet abwickelt, bleibt eigentlich bei den entsprechenden anderen 25%, die noch über sind von den 100%. Und das, was mich auch in gewisser Weise erstaunt, ist, dass dieser Markt anscheinend eine Stagnation erfährt derzeit. Innerhalb der Industrie, innerhalb der Musikindustrie denkt man da in 5 Jahresschritten und rechnet damit, dass sich der Markt noch weiter nach unten entwickeln wird, was das
diesen sogenannten haptischen Tonträger, also eine CD, eine Schallplatte eben irgendwie darstellt, dass sich noch nach unten verändern wird, aber sich eigentlich der haptische Tonträger insgesamt stärker halten wird als eben eine internetfragile Musik. Und dem kann ich eigentlich nur sagen, ja, das stimmt, weil ich merke im Geschäft nach wie vor, dass wir sehr stark angesprochen werden auf Musik, dass wir sehr stark auch angesprochen werden auf Alternativen, auf Ideen, auf Besonderheiten, und das versuchen wir eigentlich auch immer wieder im Geschäft zu vermitteln. Deswegen sind wir auch, ich sage jetzt mal analog im Sinne von, wir sind als Geschäft dort ansprechbar und versuchen unser Fachwissen, unsere Ideen und unsere Liebhaberei euch zu vermitteln und eine Möglichkeit zu schaffen, in diesem Bereich eben auch eine andere Form wieder weiterhin aufrechtzuerhalten. Und noch ein kleiner Ausflug, den möchte ich eigentlich auch wissentlich weitergeben, wenn viele ja sich mit Streaming oder Downloading beschäftigen, dann haben wir auf der einen Seite jemanden, der diese Musik irgendwie als Künstler ins Netz bringt und beziehungsweise eben auf CD bringt und er, der davon eigentlich leben will. Und wir haben auf der anderen Seite eine, jemanden wie uns als Konsumenten, die wir dafür zahlen. Und wenn wir uns 100.000 Mal den gleichen Song angehört haben, 100.000 Mal den gleichen Song angehört haben, innerhalb eines Streaming-Angebots, dann hat der Künstler rund gerechnet 7 € davon. Wenn also wir über dieses Volumen reden, was dort stattfindet, was sicherlich immens ist von der Menge dessen, was wir hören, als Konsumenten hören, dann sollten wir auf der anderen Seite uns immer noch mal vor Augen führen, was das bedeutet für den Künstler, der in gewisser Weise ja auch davon leben will oder lebt. Und somit ist vielleicht auch ein Stück weit noch deutlich, dass eine CD oder Schallplatte oder meinetwegen auch noch eine Musikkassette also immer noch in Anführungszeichen für einen Künstler mehr Wert hat als ein Streaming. Und von daher wollte ich einfach auch deutlich machen, inwieweit haptische Tonträger immer noch was Besonderes sind. Ich glaube auch nach wie vor, dass da viel mehr drin steckt als die Tatsache, dass ich mit einem Klick vielleicht mir das Cover anschaue oder die Rückseite des Covers anschaue, weil auf der CD, auf der Schallplattenhülle einfach mehr drauf ist, viel mehr drin ist und letztendlich, wenn ich es in der Hand habe und gleichzeitig höre, noch wesentlich mehr stattfindet. Das ist eigentlich so ein bisschen meine Idee, warum ich auch Musik nach wie vor verkaufe, weil ich sie glaube zu leben und sie mit Leidenschaft versuche, jedem ans Herz zu legen und mit jeder Idee, die einer hat, auch immer ein Stück Musik verbinde, und daraus ergibt sich immer eine Besonderheit, und das halte ich für wichtig, dass im Webleben sich auch noch manches analog abspielt. Vielen Dank. Applaus